vom Verfassungsschutz. Schön, dass ihr heute alle hier seid. Mein Name ist Matze, ich gehöre keiner Partei oder Organisation an. Ich bin politisch interessiert und betreibe seit einigen Wochen im Internet meinen eigenen Blog. Ich bin als freier Mensch hierher gekommen und möchte ein paar erklärende Worte an die richten, die vielleicht nicht wissen, was wir hier tun oder warum wir hier stehen, und an die anderen, die vielleicht zum ersten Mal den Weg hierher gefunden haben. Wir stehen heute hier, weil wir uns Frieden mit Russland, Frieden auf der Welt wünschen. Seit ich denken kann, leben wir hier in Deutschland im Frieden. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine beunruhigen uns. Sie machen uns Angst. Wir wollen diesen Krieg nicht, den die NATO, allen voran die USA, hier nach Europa zu schleppen versucht. Sie spielen in unserem Wald mit dem Feuer, und niemals war die Gefahr eines Weltkrieges größer als jetzt im Moment. Wir wollen keine deutschen Soldaten an der Ostfront, keine Schlachtschiffe in der Ostsee und keine Bomber in Polen. Wir verurteilen, dass unsere Bundesregierung eine gekaufte, eine nicht legitime, faschistische Putschregierung unterstützt. Wir lehnen das ab. Was wir wollen, ist Frieden auf dieser Welt. Wir haben uns hier versammelt, weil die Medien leider viel zu oft nicht wahrheitsgemäß berichten. Was uns als Wahrheit suggeriert wird, ist oftmals nichts anderes als pro-westliche Meinungsmache. Die Marschrichtung geben Washington und Berlin vor. Es werden Fakten verdreht oder verschwiegen. Es wird gefälschtes Bild- und Videomaterial verwendet. Außerdem ist die innere Pressefreiheit in den Redaktionen keinesfalls immer gewährleistet. Es ist nicht so, dass wenn der Redakteur oder der Reporter, der eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das dann auch automatisch so gedruckt oder gesendet wird. Es kommt sehr häufig vor, dass nicht über die Wahrheit berichtet werden darf. Es wird gekürzt, verdreht und klein gemacht, wenn die Wahrheit nicht den Absichten, den Gesinnungen oder den politischen und wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Vorgesetzten entspricht. Der Axel Springer Verlag schreibt in seinen Grundsätzen von der Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Russland und Putin sind dabei stets die Bösen. Neutrale Berichterstattung sieht wohl anders aus. Wir sind heute hier, weil unsere Volksvertreter nicht mehr das Volk vertreten, sondern nur noch die Interessen von Wirtschaft und Finanzmafia. Korruption und Lobbyismus sind in unsere Parlamente eingezogen. Lohndumping und Leiharbeit sind die Folge. Unsere Politiker tun nichts dagegen, im Gegenteil, sie sind Teil dieses Systems. Die Opposition steht hier, das sind wir. Alle 4 Jahre lässt man uns wählen, wenn es doch nur richtige Wahlen wären. Man macht uns vor, dass es Sie interessieren würde, welche Meinung wir haben. Wir dürfen lediglich aussuchen, welche Farbe der Zugführer die nächsten 4 Jahre tragen soll, der einen Zug steuert, der sowieso nur in eine Richtung fährt, in Richtung neue Weltordnung. Jawohl. Sie wollen uns einreden, dass es unsere Pflicht ist, unsere Stimme alle 4 Jahre in eine Urne zu werfen. Wenn ihr das tut, dann gebt ihr eure Stimme ab. Ihr habt dann die nächsten 4 Jahre nichts zu sagen. Ihr habt dann die nächsten 4 Jahre nichts zu sagen und ihr legitimiert eine kleine Gruppe Elitärer über euch zu herrschen, denen euer Wohlergehen schlicht und ergreifend egal ist. Dem deutschen Volke steht am Reichstag in Berlin in Stein gemeißelt. Der deutschen Wirtschaft wäre wohl treffender. Hierzulande wird Politik für Großkonzerne und Besserverdienende gemacht. Der kleine Mann wird ausgequetscht. Er ist gefangen im Hamsterrad des Systems. Er geht 5 Tage die Woche arbeiten. Manche müssen sich noch einen Nebenjob suchen, vielleicht sogar 2, um über die Runden zu kommen. Jetzt habe ich gerade Faden verloren. Ein Großteil seines Geldes reißt sich der Fiskus unter den Nagel, damit der Staat unter anderem Kriege finanzieren oder den Euro retten kann. Was dann noch übrig bleibt, soll der kleine Mann konsumieren. Konsum ist das Zauberwort in der Mär vom unendlichen Wirtschaftswachstum. Konsumiert wird uns jeden Tag in der Werbung gesagt. Hauptsache unserer Wirtschaft geht es gut. Unserer Wirtschaft geht es sogar so gut, dass wir Exportweltmeister sind. Ich nenne das anders. Wir exportieren unsere Überschüsse und bekommen dafür grünes, wertloses Papier, auf dem Dollar draufsteht. In God We Trust ist darauf gedruckt,
Ich persönlich glaube nicht, dass Gott uns aus dieser Lage befreien wird. Wir mahnen an, dass die Ursachen allen Übels an unserem Finanzsystem mit Zins und Zinseszins liegen. Allein diese Aussage macht mich schon bei Kritikern dieser Bewegung zum Antisemiten. Es wäre ein Paradebeispiel für strukturellen Antisemitismus. Ich aber bin gewiss kein Antisemit. Ich distanziere mich aufs Schärfste von jeglichem Extremismus, egal ob von rechts oder von links. Ich kritisiere das System als solches, nicht mehr und nicht weniger. Dieses Problem ist kein religiöses Problem, sondern vielmehr ein gesellschaftliches, was tabuisiert und totgeschwiegen wird. Wer sich dennoch damit auseinandersetzt, bekommt prompt die Nazi-Keule zu spüren. Ich wünsche mir ein friedliches Zusammenleben aller Nationen. Hautfarbe, sexuelle Neigung, Nationalität oder Religion spielen dabei keine Rolle. Es sind ausnahmslos Menschen, um die es hier geht. Und die Probleme, die es zu lösen gilt, können wir nur gemeinsam bewältigen. Wir demonstrieren, weil dieses System diesen Planeten aussaugt und es so nicht weitergehen kann. Nur sehr wenige Menschen, auch wenn sie ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaft erfolgreich absolvierten, haben verstanden, was Geld ist, was es eigentlich sein sollte und wie es funktioniert. Die meisten denken nach wie vor, dass Banken, wenn sie einen Kredit vergeben, eigenes Geld oder das Geld eines oder mehrerer Sparer verleihen. Dass dem nicht so ist, dass das verleihende Geld erst im Augenblick der Kreditvergabe aus dem Nichts entsteht und deshalb wertlos ist. Dass die Bank also Geld verleiht, das sie nicht hat und dafür auch noch Zins und Zinseszins verlangt, haben nur sehr wenige verstanden. Der Akt der Geldschöpfung und vor allem dessen fatale Auswirkung bleibt für sie ein nicht zu beachtender, ein nicht zu hinterfragender, ein gewohnheitsmäßiger Vorgang. Fiat Money wird durch Bankkreditvergaben produziert, die nicht durch echte Ersparnis gedeckt ist. Das Geld schaffen durch Kreditvergabe ex nihilo, die Geldschöpfung aus dem Nichts, macht das Fiat-Geld zum eklatanten Fremd- und Störfaktor im System freier Märkte und führt zu schweren wirtschaftlichen und sozialen Schäden. Die maßlose Gier einiger skrupelloser Menschen nach Reichtum und Macht ist nicht verantwortlich für die Missstände auf diesem Planeten. Verantwortlich ist das Geldsystem, das die Befriedigung dieser Gier erlaubt. Und plötzlich passiert da was. Das Volk erhebt sich und eine kleine Bewegung, die in Berlin ihren Ursprung findet, wird immer größer. Immer mehr Menschen in immer mehr Städten treffen sich jeden Montag, um daran zu erinnern, was in unserer Gesellschaft falsch läuft. Die Botschaft ist ganz klar, wer Krawall will, ist nicht willkommen. Mit Frieden, Frieden bringen. Über 40 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen mittlerweile mit. Und die Presse schweigt zuerst, um anschließend über die Montagsdemos zu hetzen. Was man lesen konnte, waren einzelne Kommentare, nicht etwa über die offiziellen Kanäle, sondern vielmehr über die Szene. Kommentare, die diese Bewegung in ein schlechtes Licht rücken wollen. So wird aus einer Friedensbewegung eine Faschistendemo. Oh, scheiß Handy. Eine Faschistendemo. Die Redner dieser Mahn waren schnell Antisemiten. Die Teilnehmer rechtsesoterische Verschwörungstheoretiker. Der Freitag bezeichnete Ken Jebsen als Rattenfänger. Und demzufolge sind wohl wir alle, die heute hier stehen, die Ratten. Moment, scheiß Technik. Die Öffentlich-Rechtlichen, die das Volk zwangsfinanziert, ignorierten die Mahnwaren nicht nur, sie leugneten sie. Sie schalteten die Webcams ab, damit niemand sehen konnte, wie viele Menschen teilnahmen. Haben die Herrschenden etwa Angst vor dem Stein, der ins Rollen gekommen ist und dem Potenzial, das eine Lawine entfesseln kann? Wenn die Medien sich weiter weigern, und das werden sie, über die Montagsdemonstrationen objektiv zu berichten, dann müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Was kann jeder Einzelne tun? Geht zu den Montagsdemos in eurer Stadt und seid eure eigenen Berichterstatter. Macht Videos und Bilder und stellt diese ins Netz, solange uns dieses noch als freies Medium zur Verfügung steht. Erzählt euren Freunden und Verwandten und Bekannten von dieser Bewegung. Bringt sie mit hierher und klärt sie auf. Öffnet ihnen die Augen, aber öffnet auch eure Augen. Informiert euch und informiert andere. Vernetzt euch. Tauscht euch aus und diskutiert über das, was ihr euch erzählt. Lasst den Fernseher aus und sucht euch andere Möglichkeiten, an wichtige Informationen zu kommen.
Das Internet ist voll mit Informationen, aber seid auch kritisch und hinterfragt. Es ist bei allem nicht alles wahr, was im Internet geschrieben steht. Wägt ab, was logisch erscheint und was keinen Sinn ergibt. Analysiert, was wem nutzt und was wem schadet. Das Internet ist für keinen von uns Neuland. Es ist ein fantastisches Medium und in Zeiten der NATO-Propaganda und Zensur der Schlüssel zum Ziel. Ohne das Internet stünde diese Bewegung nicht da, wo sie jetzt steht. Auch wenn wir noch einen weiten Weg vor uns haben und noch lange nicht am Ziel sind. Man wird versuchen, euch zu diffamieren und ihr werdet auf Widerspruch treffen. Lasst euch nicht verunsichern, denn das ist ihr Ziel. Der größte Feind der Freiheit ist der zufriedengestellte Sklave des Systems. Sie sind Teil der Matrix, aus der wir zu entkommen versuchen. Wir haben den ersten Schritt gemacht in eine hoffentlich bessere Welt. Wir wollen Frieden und unser Weg führt uns in die richtige Richtung. Wir gehen nicht links und nicht rechts, wir gehen nach vorne. Zusammen als Schwarm vereint können wir es schaffen. Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Und kaum war ich fertig mit dem Formulieren dieser Zeilen, da erwachten die Medien aus dem Tiefschlaf und eröffneten sofort das Feuer. Laut der Taz sind wir eine neurechte Friedensbewegung. Im Kampf gegen die Medienmafia, im Internet und mit Montagsdemos macht eine neue Bewegung mobil. Verbreitet werden rechte Phrasen und Verschwörungstheorien, wie ein Praktikant von taz.de feststellt. Die Hetze von Jutta Dittfurt und Co. hat nicht gefruchtet, sonst wären wir heute nicht alle hier. Lasst uns auseinandergehen mit einem Zitat von Kurt Tucholsky. Im Übrigen gilt ja hier derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als der, der den Schmutz macht. Vielen Dank. Wow.